Also der Frühling ist nach Deutschland gekommen. Es wird Zeit zum Abfahren, ja? Ja, wir wollten ja eigentlich schon ein bisschen früher losfahren, aber es hat sich halt etwas verzögert. Es klappt nicht immer so, wie man es plant. Aber wir freuen uns jetzt riesig, dass wir jetzt Richtung Süden fahren können. Genau, jetzt geht's los. Gut vorbereitet haben wir uns. Bücher haben wir gekauft und sonst haben wir auch alles vorbereitet, oder? Naja, eigentlich haben wir uns überhaupt nicht vorbereitet. wir fahren jetzt einfach nach Italien in die Toskana. Genau, und lass uns überraschen, was uns dort erwartet. Und natürlich fahren wir in jedes Land vollkommen vorurteilsfrei, auch nach Italien. Und deswegen haben wir uns für Italien gleich was besorgt. Und erkennt ihr, was das sein soll? Eine Lenkradkralle, passend zu Italien, ja. Was es damit für Hintergründe hat, das erzählen wir euch dann später, wenn wir unterwegs sind. Wir wollen nämlich jetzt erst einmal losfahren. Mhm. Und gleich nach dem Intro startet der Motor und der Abflug beginnt. Abflug, Abfahrt. Oder mal schauen, vielleicht fliegen wir auch. Los geht's. Genau. So schnell geht es. Sind wir doch geflogen. Naja. Ein paar Stunden haben wir gebraucht. Aber das war eine langweilige Deutschlandtour. Da nehmen wir euch natürlich nicht mit. Nein, wir stehen jetzt nämlich immer noch in Deutschland, aber nicht mehr lange. Genau. Wir wollen euch jetzt erst einmal sagen, wo wir hinfahren. Dann wollen wir euch noch sagen, wie man in die Schweiz reinkommt und was man zu bezahlen hat, wenn man über 3,5 Tonnen ist. Und dann wollte ich euch die Frage mit der Lenkradkralle, denn wir diskriminieren die Italiener natürlich nicht. Die hätten wir so und so gekauft, die Lenkradkralle. Aber jetzt tue ich es euch erst einmal erklären, wie die funktioniert. Wir verlinken die auch, weil ich finde die eigentlich sehr praktisch und unter Umständen auch nützlich. Warum nützlich? Gleich bei der Erklärung. So, mit der Lenkradkralle erstens einmal, warum wir uns diese gekauft haben. Das ist, weil die schön handlich ist. Und die funktioniert ganz einfach. Ich brauche keinen Schlüssel, um die da ans Lenkrad anzulegen. Und dann liegt die da. Und dann drücke ich sie einfach zu. Und das Lenkrad kann nur noch einen gewissen Spielraum bewegt werden. Das heißt, wenn jemand das Fahrzeug klaut, dann kommt er damit nicht weit, weil er nicht lenken kann. Also der fährt geradeaus in den Busch rein. Und es ist mir allemal lieber, als wenn er mit davon fährt. Öffnen kann ich das ganz leicht. Da ist der Schlüssel dabei. Der ist sogar computermäßig angeblich programmiert und den stecke ich hier rein. Dann öffnet sich das Ganze und durch das, dass das schön klein ist, kann ich die hinter meinem Sitz ablegen und da liegt die dann gut. Wir verlinken euch diese Kralle, die ist auch nicht sonderlich teuer und wir halten sie aus einem Grund für nützlich und zwar nicht nur für Italien. Man lässt ja öfters mal das Fahrzeug auch an einer einsamen Stelle, wo niemand in der Nähe ist, stehen. Und uns wurde berichtet auf der CMD, da sind ja viele von euch gekommen. Und ein Ehepaar, das wir jetzt hier auch sehr herzlich grüßen, den Namen wissen wir leider nicht mehr. Die haben uns erklärt, dass sie bei Livorno oder La Spezia, also auch in Norditalien, gestanden sind. Sind nur einkaufen gegangen und wie sie zurückgekommen sind, war ihr Fahrzeug weg. Es konnte dann von der Polizei geortet werden, dank GPS. Die sind in die Berge gefahren damit und haben das Fahrzeug leergeräumt, die Diebe, und natürlich mehr Schaden als Vermögen daraus geholt. Schlussendlich war es ein 10.000 Euro Schaden, bis das Fahrzeug wieder in deren Händen war. Und natürlich bleibt auch das unangenehme Gefühl, dass jemand in dem Fahrzeug herumgestiert hat. Deswegen haben wir gesagt, nee, da beugen wir jetzt auch vor und holen uns eine Lenkradkralle. Dann kann jemand nicht so leicht mit dem Fahrzeug, selbst wenn er einbricht und wir nicht da sind, nicht so leicht davon wegfahren, zumal die Lenkradkralle keine große Schwierigkeit ist. So, und unsere Fahrt geht natürlich jetzt gleich weiter. Wir fahren ja nach Italien. Und zwar fahren wir über welchen Pass? Splügen, ich glaube, gesperrt, hast du gesagt? Bernardino? Kann das sein? Ja, also das ist... Ich das hat mich kalt erwischt. Ich habe es jetzt ein bisschen... Also wir wollten auf jeden Fall über den Splügenpass fahren. Und nachdem ich mich gestern ein bisschen orientiert habe, habe ich festgestellt, dass der vermutlich noch gesperrt ist. Wir sind schon mal an Ostern drüber gefahren. Da war nämlich noch Auto hoch, der Schnee gelegen seitlich. Und das wäre natürlich jetzt eine tolle Tour gewesen. Aber vermutlich ist er gesperrt, dann fahren wir durch den San Bernardino-Tunnel.
Also habe ich es ja doch richtig gesagt. Hm? Über den San Bernardino Pass können wir nicht fahren, weil der ist auf jeden Fall gesperrt. Mhm. Der ist ja noch höher als der Splügen. Also, wir fahren auf jeden Fall Richtung San Bernardino und wenn der Splügen frei ist, dann fahren wir da drüber und das zeigen wir euch natürlich. Wenn er nicht frei ist, dann fahren wir mit euch in den Tunnel und das zeigen wir euch auch. Ja, genau. So, und bevor man in die Schweiz fährt, muss man erst einmal... Ja, genau. Wir haben ja einen 4,5-Tonner, also das heißt, wir müssen die Schwerlastabgabe bezahlen. Das heißt, wir müssen Eintritt bezahlen. Ja, oder Maut, wie man es sehen will. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt ganz, ganz kurz für diejenigen, die das noch nicht wissen. Mhm, genau. So, also hier haben wir die FIA-App und da sehen wir schon, da haben wir hier Wohnmobil mehr als 3,5 Tonnen, Anzahl Tage 10, weil ich das nämlich heute ganz frisch gekauft habe. Ihr seht schon, heute 10.03.24 und da tun wir jetzt Einzeltag entwerten. Zack. Sonntag 10.03.24 entwerten und da seht ihr jetzt, hier ist ein grüner Haken und schon ist es bezahlt, kostet 3,25 Euro, ein Jahr lang gültig. Also nicht der Einzeltag, sondern 10 Tage kann man entwerten. Wer einen 3,5 Tonner hat, der hat es einfacher, der kauft sich eine Vignette, die gilt dann ein ganzes Jahr, da kann man so viel rumfahren, wie man will. In der Schweiz ist es so, dass wir mit über 3,5 Tonnen jeden Tag entwerten müssen, egal ob man am Campingplatz steht oder ob man nicht am Campingplatz steht, sondern unterwegs ist. Ja, und in der Schweiz, man muss jeden Tag entwerten, auch wenn man nicht fährt. Habe ich gerade gesagt. Sorry, habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Aber haben wir es halt doppelt gesagt und dann weiß es jetzt jeder. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Genau. Und ja, und dann wollte ich natürlich auch noch sagen, dass es unbedingt wichtig ist, dann sich auch alle Vorschriften zu halten. Wir fahren jetzt ins EU-Ausland. Da gelten auch besondere Reisevorschriften und Zollvorschriften. Und das heißt, wir haben wieder zu viel Wein dabei. Wir fahren zwar ins Weinland Italien, aber der Helle will auf seinen Trollinger die ersten Tage nicht verzichten. Also das gibt zwei Gründe. Erstens weiß ich nicht, ob die Italiener noch einen Wein haben. Die trinken den ja auch gern. Zum Zweiten schmeckt der Trollinger ausgenommen gut. Und dann will ich einen Wettbewerb starten. Gianni gegen Trollinger. Und dann wollen wir mal schauen, wer da gewinnt. Oh. Und wenn er aufmerksam dabei bleibt, dann erfahrt ihr das Ergebnis. Aber wir fahren jetzt los. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder genug geschwätzt. Jetzt geht's los. Also, gute Fahrt. Ja, wünschen wir uns und euch natürlich auch, wenn ihr unterwegs seid. Fallen dich vom Sessel. Also, los geht's. Ja, also der Splügenplatz ist gesperrt
Und wie ihr seht, es schneit. Schneeregen. Also wahrscheinlich ist einfach jetzt zu viel Schnee auf dem Pass. Okay, fahren wir halt weiter zum San Bernardino und fahren durch den Tunnel. Genau. Ist ja auch spannend, Tunnelfahrt. Ja, ich wäre jetzt lieber über den Pass, aber mit dem Wetter kann man halt leider nicht verhandeln. Ist halt so. Und jetzt fahren wir weiter. Sind wir schon wieder im Tunnel, aber das ist noch nicht das San Bernardino. So, wer jetzt bei dieser Jahreszeit in den Süden fährt, im Süden mit Winterreifen fahren ist blöd, aber hier mit Sommerreifen fahren ist noch blöder, das ist sogar gefährlich. Deswegen sind mein Vorschlag ganz Jahresreifen. Ja, und jetzt schau du lieber mal auf die Straße und nicht immer in die Kamera. Straße gucken! Ja, ich bin hier ganz langsam unterwegs. Also jetzt sind wir auf 1500 Meter, vor 15 Kilometer vom San Bernardino Tunnel, geschlossene Schneedecke, da hätten wir so zu über den Splügen nicht fahren können. Das ist jetzt schon kritisch am San Bernardino. Gott sei Dank haben wir ganz Jahresreifen drauf.
Also das war jetzt ein Abenteuer. Und wisst ihr was, ich bin froh, dass nicht ich gefahren bin, sondern der Helle. Ja, also das wäre jetzt absolut noch nichts gewesen für mich. Wir sind jetzt auf 280 Meter, das steigt immer noch, aber jetzt ist schon mehr Schneeregen. Bis 400 Meter waren es, 400 Meter über normal Null waren es Schneeflocken und hat es 0 Grad gehabt. Und da war auch die Straße teilweise gesperrt. Ja, und wir stehen jetzt hier kurz vor Bellinzona. Ja, genau. Mhm. Also nur 15 Kilometer oder so bis Bellinzona. Ja, ja. Und da ist immer noch alles voll Schnee. Ja. Aber jetzt ist es moderat. Also wir sind jetzt im Tessin. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch ein Foto machen, der Gustl im Schnee. Aber hier ist schon fast nichts mehr. Aber ich mache jetzt trotzdem mal noch eins. Na klar, genau. Ja, es ist unangenehm jetzt da draußen. Aber ich gehe jetzt raus und mache das Foto. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja. So, wir verlassen jetzt gleich die Schweiz. Also, tschüss, Schweiz. Und wir kommen nach Italien. Ciao, Italia! Italien. Zwar scheint jetzt die Sonne. Eben, wollte gerade sagen, wir werden ja schon ordentlich begrüßt. Aber was ist natürlich, die erste Mautstelle lässt nicht lang auf sich warten. Und jetzt muss der Helle sich konzentrieren, dass er in die richtige Spur fährt. Genau, mal schauen, wie wir nur Fisch. Ja, ja, gleich. Mal Geld holen. So. Helle kriegt sein Rausgeld. Mal schauen, wie lange das offen ist. Deshalb piept es auch so. Ist einfach mit dem Camper, ich meine, entweder zu hoch oder zu niedrig. Wir lassen kein Geld auf der Straße liegen. So. Arrivederci. Ja, komm. So, jetzt fahr zu, bevor die Schranke wieder runter geht. Bevor die Schranke runtergeht, hupt ihr ja einer. Mhm. So. Geschafft. So, die erste Herausforderung in Italien ist schon mal geschafft. Und ich kann euch nur einen Rat geben, wenn ihr in Italien an so einer Stelle hinfahrt, dann fahrt nicht hinter uns her. Ja, also jetzt pass auf. Ja, anschnalle. Ah, eine Wohltat. So, also, weiter geht's. Also wir sind an unserem Ziel, an unserem Etappenziel angekommen. Wir stehen jetzt hier am Stellplatz von Saronno und wir fahren immer mit drei Stellplatz-Apps. Das eine ist Promobil, die funktioniert aber hauptsächlich in Deutschland. Das andere ist Park4Night, ja, funktioniert auch recht gut, aber da sind viele Parkplätze drinnen und vor allem Parkplätze auch für kleinere Fahrzeuge. Und wir haben jetzt die Firma, nicht die Firma Campi, sondern die App Campi zur Verfügung gestellt bekommen zum Ausprobieren. Und diesen Platz haben wir bei Campi gefunden und der ist speziell für Wohnmobile
Einmal hier ist Halteverbot für Für Pkw. Aber Wohnmobile 24 Stunden frei. Ja, und der Platz hier hat 3 Plätze. Ja. Für, 24 Stunden. 3 Stellplätze, 24 Stunden. Also passt wunderbar für uns. Ideal zum Übernachten. Und wie ich das jetzt schon so gesehen habe, ist es, glaube ich, sehr ruhig hier. Ja. Und die erste ganz lieben Italiener haben wir schon gesehen. Haben uns schon zurechtgewunken. Ja, genau, weil wir standen da vorne vor der Kreuzung und wussten nicht genau, rechts, links, geradeaus. Und die haben uns gleich hierher gewunken. Ja. Also war ein interessanter Tag, war interessante Antwort. Jetzt gibt es noch was typisches Italienisches. Wir essen nämlich Sauerkraut mit Speck, Zwiebeln, Knoblauch und dann natürlich schwäbische Schupfnudeln. Ja. So fangen wir unseren Italienurlaub gut an. Ja, das sind halt die Reste noch von zu Hause und wir wollten ja auch nicht gleich am ersten Tag einkaufen gehen. Genau. Das war's. Jawohl. Wir sind in Italien angekommen und jetzt geht's dann Richtung Toskana. Wir machen uns jetzt heute auf der Landkarte schlau, damit wir wissen, wie wir da fahren müssen. Das war jetzt alles improvisiert. Und ab morgen geht's dann etwas geplanter weiter. Naja, und so wie wir halt planen. Ja, oder beim nächsten Video für euch. Also, dann macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, dass wir so gut durch den Schnee durchgekommen sind. Und wir wünschen euch einen schönen Abend oder was auch immer. Wir sind auf jeden Fall in Italien. Ciao. Tschüss.